Hallo und willkommen zu einem Tutorial von mir. Diesmal zeige ich euch Fraps und zwar in der Vollversion, die ihr von mir auch bekommen könnt. Wie das alles funktioniert, erzähle ich euch später. So, ich gehe heute mal nur auf Fraps Movies und Screenshots ein. Ja, mit diesem Programm kann man halt In-Game-Videos machen und sie danach rendern. Beziehungsweise, wenn man sie hochladen will, sollte man sie rendern. Das Video zum Rendern einfach packe ich hier auf das Video, könnt draufklicken und euch das angucken. Ja, also, hier bei den Movies könnt ihr, habt ihr schon ein Feld, hier könnt ihr den Ordner angeben, wo die Filme bzw. die Videos gespeichert werden sollen. Der Video Capture Hotkey, das bedeutet so viel wie, wenn ihr den drückt, dann startet die Aufnahme. Meistens ist dann hier unten auch irgendwo eine Zahl, die man dann sieht, und wenn die Aufnahme startet, wird sie rot, und wenn die Aufnahme wieder aufhört, dann wird sie wieder gelb. Dann könnt ihr hier die Soundeinstellungen so einstellen, wie ihr sie haben wollt. Also wenn ihr den System-Sound haben wollt, dann müsst ihr einfach Record Win 7 Sound. Wenn ihr XP oder eine ältere Version habt, ich weiß nicht, ob das noch in einer älteren Version funktioniert, aber bei XP und Vista und 7 bin ich mir relativ sicher, dass hier dann irgendwas mit Aufnehmen steht. Einfach ein Häkchen rein, weil ich denke mal, alle wollen den System-Sound aufnehmen. Und wenn ihr dann zu was reden wollt, wie ich in meinen Let's Plays, dann packt ihr auch Record External Input, das heißt, euer Mikrofon wird dann auch mit aufgenommen. Hier ist dann die FPS-Rate, das heißt, mit wie vielen Bildern pro Sekunde aufgenommen wird. Eine gute Einstellung ist 30, ihr könnt aber auch noch hier eine manuelle Einstellung machen. Ich gucke nochmal, was eine super ideale Einstellung dafür ist. Und dann poste ich oder packe sie einfach mit in das Video. Und ja, der Speicherort wird dann hier oben angegeben. Wenn ihr dann die Aufnahme beendet habt, könnt ihr in diesen Ordner reingehen und dann müssen eure Videos als AVI-Segmente gespeichert worden sein. Dann hier bei den Screenshots ist eigentlich genau das gleiche. Ihr habt wieder ein Hotkey, womit ihr halt einen Screenshot macht. Hier könnt ihr das Format einstellen, wie BMP, JPG, PNG und TGA. Kann man hier auch einstellen, damit man auch sieht, dass das hier eine Vollversion ist. Und ja, wie ihr jetzt zu dieser Version kommt, ganz einfach, ihr müsst meinen Kanal abonnieren. Dann schreibt ihr einfach unter dieses Video, dass ihr Fraps haben wollt. Was weiß ich, yo, will mal Fraps haben und so. Nee, so ein Scheiß. Schreibt einfach irgendwas, dass ihr Fraps haben wollt, sodass ich das auch erkennen kann, dass ihr es haben wollt. Und dann gucke ich, ob ihr mich abonniert habt. Dann werde ich euch als via PN einen Link zusenden, wo ihr dann diese Vollversion kostenlos downloaden könnt. Ich kann euch versprechen, das ist eine Vollversion, womit ihr unbegrenzt Videos, Screenshots oder Benchmarks machen könnt. Ja, das war's eigentlich schon von diesem Tutorial. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.